Willkommen bei Blitzkrieg 2. Ich spiele immer noch die ODSSR. Die erste Mission habe ich, naja, ich bin nicht mit Bravour, aber gerade so hinter mich gebracht. Wie ihr seht, geht es in diesem Szenario um die Verteidigung von Moskau, 1941. Wie immer das Spielchen hier, der General und eine kleine Hintergrundinfo zu dem Ganzen. Wer möchte einfach mal ganz kurz das Video anhalten, weil ich werde es nicht vorlesen. Okay, gut, da sind schon ein paar nützliche Sachen drin. Genau, die Hauptinfanterie kann ich mal leveln. Oder wir gehen mal zurück, wir gucken mal. Komm, wir machen mal, weil es... weil der gute General ja die Hauptinfanterie verstärkt. Machen wir mal die Hauptinfanterie ab. Und... oh, der ist auch ein bisschen sehr jung. Okay. Und ich würde sagen, wir nehmen die mittleren Panzer. Ja, und dann bleiben wir gleich auf der Mission, die mir angenommen wird. Und zwar die Evakuierung der Fabrik. Missionsziele. Verteidigen Sie diese wertvolle Ladung Fabrikausrüstung gegen einen Doppelangriff. Während die Eisenbahnwaggons beladen und nach Süden in Sicherheit gebracht werden. Alles klar. In der Nacht. Sehr schön. Okay, dann. Ach, ich will mal mit WASD hier die verteidigen. Das. So, halten wir mal ganz kurz an, machen uns kleine Übersicht. Ich brauche, beziehungsweise ich habe ja Infanterie. Ja, wir holen uns ein paar Panzer dazu. Und ja, man wird relativ viel verteidigen mit den Russen. Wenn ich mich nicht... also am Anfang. Wenn ich mich nicht täusche. Hier fahren wir hier hin. Die T28 hätte ich ganz gern hier oben. So, dann machen wir ganz kurz ein bisschen schneller. Plus 1. Hier machen wir wieder auf die 0. Da war schon gut. Habe ich schon gesagt, wir sollten nach oben, oder? Okay, habt euch bitte ein. Okay, danke. Du auch? Ja, ich möchte das nicht. Dann muss ich ein bisschen... ich das nicht. Okay, meine Panzer sind da. Oh, 3 Stück, nice. Oh, da haben wir noch einen Trupp Infanterie. Ausrichten. Wir fliegen euch auch ein bisschen flott. Oh, ich möchte ganz gerne hier oben haben. Und bam. Ins Gesicht. Jo, haben wir so ein paar Panzer. Hier rein. Hier rein. Oh Leute, geht ihr raus? Die ziehen sich zurück oder was?
Alter, die müssen wir gleich erschießen. Boah, die haben jetzt natürlich. Sorry, dass ich das jetzt nicht so. Die Action. Also ihr geht bitte hier rein. Was ist das? Mehr Infanterie ist mal gut. Euch brauche ich. Oh, hier sind noch mehr. Bitte hier rein. Die geht auch da rein. Oder? Nee. Brauchen wir auch. Die tauchen aber auch. Verfehlen hier die Jungs. Die gehen hier rein, seid ihr so langsam. Die Pack besetzen. Und dann denke ich, das ist auch in Ordnung. Oh, die haben erst einen Waggon beladen. Ernsthaft. Oh Mann. Ja, meine Reserven sind aufgebraucht, das heißt, ich mit dem, was ich habe, muss ich jetzt durchhalten. Der zweite Waggon ist voll, okay. Und da kommen sie. Halten. Ja, dritte Waggon lässt noch auf sich warten. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Boom. Ja, viel Action ist halt in solchen Maschinen. Panzer 4. Vorwärts um zu gucken, wo denn die feindlichen. Aber ihr seht schon, meine Fahrzeuge haben jetzt nicht so viel Sichtweite. Ich würde eine Granate werfen hier. Oh, meine. Meine Pack ist kaputt, die lebt noch. Was machen die Waggons? 3, okay. Oh,
haben wahrscheinlich keine Granaten mehr. Ordentlich zerledert. Wo ich mit in die Pack schießt. Kann gar nicht treffen. Gut. Ja. Jetzt aber. Jungs, macht mal die hier. Macht mal voll den Kübel. Zug abfahren kann, damit ich diese Mission hier endlich gewinne. Ich könnte natürlich auch die Geschwindigkeit erhöhen. Soll ich das mal machen? Wir machen mal auf plus 1 die Geschwindigkeit. Ich gehe mal ein bisschen langsamer. Ich denke mal, das wird jetzt der letzte größere Angriff sein vom Gegner. Und der Zug sollte dann wahrscheinlich gleich voll sein. Mal kurz schneller. Und da haben wir es geschafft. Nee, Verstärkung. Okay, schade. Ja, die unterschiedlichen Nationen, Alliierte, Achse, Russen haben alle die verschiedenen Fahrzeuge, Flugzeuge etc. haben aber die diese Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die sie erlernen können. Da gibt es keinen Unterschied. Infanterie kann halt immer Granaten werfen, Schützengräben etc. ziehen. Das ist also alles gleich. Na los, haut ihn also weg hier. Sehr schön. Die Pack lebt noch. Hier rein, die geht auch ein bisschen weiter in die Mitte. Ach, hier ist auch noch ein Trupp. Oh lol, okay. Noch ein. Oder noch ein Level. Relativ schnell. Oh, der Zug bewegt sich. Hier irgendwo so ein versteckte Einheiten. Okay, ich werde irgendwo von da oben geschossen, aber ist egal, ich habe verteidigt. Von daher ist alles in Ordnung. Alles klar, ich bin Kapitän. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.